Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Ja, es hat im Stream angefangen und jetzt mache ich es weiter. Das ist also so genannt der erste Part, weil ich ja das nicht als Let's Play gemacht habe und jetzt auch gerne als Let's Play weitermachen will. Und immer als eben Let's Play zeige, außer ich werde manchmal ein bisschen farmen oder so. Dann zeige ich es nicht. Also, willkommen. Ja, wir haben hier eine Barbarin. Die ist extrem stark, wie ihr seht. Ich kann es leider nicht mehr erhöhen, sondern nur reduzieren. Ich müsste den Schwierigkeitsgrad nochmal erhöhen, aber das geht jetzt so schnell, deshalb ja, ist es nicht so toll, wenn ich jetzt so viel höher mache. Ich möchte das Game auch eher genießen, nicht allzu schwer haben. Ich werde wahrscheinlich nicht hochkommen, weil ich eben Let's Playen muss und livestreamen muss und alles mögliche. Nicht so viel Zeit habe. Ich möchte euch einfach zeigen, was so los ist, weil ich werde noch die PTR spielen dann mit dem neuen Patch. Einfach mal ein bisschen schauen, wie es so geht. Und so weiter. Also ja, ich bin gespannt. Ne? Ich bin sehr gespannt und ich liebe einfach Diablo. Ich war manchmal ein bisschen kritisch gegenüber Blizzard. Ja, ich heiße Base. Vor allem, weil sie es halt einfach nicht so gut machen wie zum Beispiel Warcraft. Die machen es ja mit World of Warcraft relativ gut. Nur fehlt halt vieles. Es fehlt vieles, das World of Warcraft so gut macht, dass ich es unbedingt spielen möchte. Ich möchte es schon spielen, aber dafür müsste ich ganz viele Leute haben. Weil World of Warcraft einfach so gemacht ist für viele Spieler und das finde ich nicht so toll. Und Blizzard ist nun mal geldgierig, das kann man nicht abschweifen. Jo. Also, jetzt tun wir hier noch den Goblin töten. Der geht auch extrem schnell. Sehr gut. Ah, der kann weiterhin so gut spielbar sein, der Barbar. Wir werden einen guten Charakter machen. Also, ich kenne schon einen, der richtig abgeht. Ich bin sowieso ein relativ guter Spieler. Deshalb machen wir mal vorwärts hier. Hm? Ich schaue, dass ich jeden Tag ein paar draushauen kann. Ich habe ja die anderen Parts jetzt in den Livestream verschoben, damit ich einfach keine Zeit verschwenden muss für die. Und hier kann ich schön langsam jeden Tag ein Part machen. Ne? Kommen halt nicht so viele Stunden, aber ist doch auch gut für euch. Ne? Ja, ihr schaut. Ihr seht, also es geht relativ gut. Jetzt sogar sehr gut. Kommen relativ schnell hoch jetzt. Prima. Ich brauche Wut. Ich muss gerade mal schauen, was ich für Item habe. Ich habe da alles irgendwie ein bisschen durchgerusht und nicht gesehen, was ich so für Items habe. Schauen wir mal. Ah ja, genau. Der Kriegstreiber. Der Nagelring, der macht so viel Schaden, diese Goblins. Immer noch übrigens. Das haben sie nie balancieren können. Der Nagelring ist für den Anfang einfach das beste Item. Das mehr als gut genug ist für richtig vielfetzigen Schaden One-Hit. Richtig lange One-Hits auslösen kann. Einfach cool. Aber es geht lange, bis die kommen. Dann haben wir schon bald das Set, hä? Sehr gut. Seht ihr, das war jetzt wieder ein solcher Goblin, der explodiert. Einfach toll. Einfach wunderbar. Ich freue mich so auf Level 70 und die ersten paar. Ja, das erste komplette Set. Das ist ja das unsterbliche Königsset und ich liebe das einfach. Immortal King. Das geht noch nicht. Fetzt, fetzt, fetzt. Also wir machen Schwierigkeitsgrad höher danach.
kurz danach wieder rein, raus und dann wieder rein. Noch nicht bereit. Es geht so gut. Wunderbar, wunderbar. Fetzt, fetzt. Ich brauche mehr Zeit. Immer dieses Angsthasenzeugs. Ich mag diese Furcht nicht. Der Portalwächter ist hier. Das können sie gleich wieder wegbauen. Auflösen. Schrott, Schrott, Schrott. Das geht noch nicht. Ja, ja, es geht noch vieles nicht. Liebe Dame. Böse Dame. Wunderbar. Schon fertig, hä? Schon ein Lift fertig. Schön. Ich muss zurückkehren. Ja, 417 Stärke, das wäre etwas, gell? Ah, nicht wieder zumachen. 417 Stärke, ja, doppelt so gut. Ja, müssen wir nehmen. So viel besser. Okay, viel mehr Schaden brauchen wir jetzt nicht. Auch wieder zu wenig stark für unsere Armschienen. Das nehmen wir natürlich. Die nehmen wir auch. Brauchen nicht so viel Zähigkeit. Das wäre dann etwas Besseres. Haben wir hier physisch, ja. Ja komm, wir machen das. Wir brauchen nicht so viele Elites. Ja, hier wäre dann der nächste Arkanschaden, aber... Nein, wir lassen das mal. Wir brauchen einen besseren, vor allem einen defensiveren. Ja. Gut, also. Legen wir kurz rein. Tun hier kurz mal absegnen. Und hier oben alle schrotten. Ja, dann lasse ich dem hier das. Ja, sowieso. What? Ah, Eine exzellente Wahl. So. Sehr schön. Die Sachen hier reinlegen. Und dann rübergehen, hä? In den nächsten Schwierigkeitsgrad. Ja, eins reicht ungefähr. Ich weiß jetzt gar nicht. Schauen wir mal einfach einmal weiter, hä? Können wir doch dann auf den gehen, auf Meister. 62 bin ich jetzt, okay. Jo. Aber ihr seht zum Beispiel, ich habe ganz wenige Inventarslots. Ich habe kein extra Inventarslots. Ja. Es ist einfach eins und dann noch eins. Weil ich mache nie das Spiel eigentlich unglaublich fertig. Man muss immer ewig lange spielen und dafür habe ich einfach keinen Bock. Ich spiele viele andere Games. Ich konzentriere mich nicht auf Diablo. Das ist der Grund, wieso ich das nie holen kann. Ich hoffe, dass ich es jetzt diesmal holen kann, aber ich werde wahrscheinlich auch aufhören, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Aber wir schauen mal. Also der High Content ist für mich selber viel zu langweilig für tausende, hunderttausende Spiele auch. Gucken wir einfach, gell? Es gibt nur hartgesottene Fans und nicht so hartgesottene Fans. Und dann gibt es ja noch keine Fans, aber ich bin nicht so ein hartgesottener Fan. Eher von Diablo 2, das werden wir auch mal bald wieder spielen. Da muss ich eventuell Plugi verwenden oder einfach ins Battle.net gehen, aber ich denke, die Server sind nicht mehr so gut. Gucken wir dann mal, hä? Aber zuerst muss ich das kaufen können, das geht ungefähr am Montag oder so. Je nachdem, hä? Das wäre dann... Das ist jetzt heute der 5. oder der 6. Meine Hiebe vernichten euch. Ja, das wäre dann einfach in 2 Tagen. Ich werde stärker. Und sogar in einem Tag, wenn das Video online kommt. Schon toll, hä?
Kann ich Diablo 2 wieder spielen? Ja. Ich hoffe, es kommt auch bei euch ja gut an, weil es ist einfach ein wunderbares Spiel. Und dann noch die die Mods spielen und so weiter. Ach, freue mich so. Ich freue mich wirklich so. Ah, da geht's wieder zurück, stimmt. Da waren wir. Ich schaue nämlich nie auf die Map. Ich sollte mehr auf die Map schauen. Aha. Da kommt noch ein Goldesel. Schon tot, du arme Kröte. Das ist wieder zu leicht, aber... Ja, ich will jetzt einfach nach oben kommen. Wir lassen das so. Also wir finden viel bessere Items. Ja. Schauen wir mal, hä? Noch nicht bereit. Ach, wie cool. Ach, wie cool. Und dann habe ich noch bessere Qualität und so weiter. Ach, wunderbar. Nicht genug. Wir brauchen mehr Zeit. Also muss jetzt hier sein. Hm? Seht ihr, ich habe so viel Zähigkeit verloren und da bin immer noch unbesiegbar. Auch wegen dem Life Leech. Ja, boom. Zerstört. Schön. Also mal als Barbaren macht es viel mehr Spaß. Der Barbar ist mir ein bisschen zu fett. Sie hat auch gute Stimme. Eine sehr berühmte Stimme. Ich weiß jetzt nur nicht welche. Sag mal wieder etwas. Vielleicht erinnere ich mich, wenn ich jetzt die höre. Nochmal. Sag etwas, bitte. Doch, sag etwas. Du musst etwas sagen. Jetzt muss ich die... Ja, jetzt habe ich es nicht so... Muss es mal nachschauen, hä? Noch nicht bereit. Wunderbar, läuft so gut, läuft so gut. Wunderbar, das ist so wunderbar, yeah. Ich brauche mehr Zeit. Zisch ab. Da ist nichts. Ich bin extra ein bisschen ausgewichen. Und er explodiert. Die Goblins sind so gut. Vulkatos führt meine Hand. Ich brauche Wut. Nicht genug Wut. Ich hätte die Ding woran. Wieso bekomme ich immer den Gold? Goblin, wie viel habe ich jetzt? So viel schon. 600.000 fast. Heftigst. Schön mit kompletter Wut hier rumtanzen. Ach, tanzen ist so schön. Werde ich auch ein paar Verfechter jetzt tanzen. Haben einen Charakter erstellt, der tanzen kann. Auch Zyklon, wie hier der Wirbelwind. Ah, einfach bar. Und das ist ein tolles Schwert, hä? Und schon explodiert. Blub, 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 blub. Schon explodiert, oh je. Die Armen explodieren immer. So was von Arme, Leute. Zurück in die Hölle, Hund. Zurück in die Hölle, Hund. Zurück in die Hölle. Noch nicht bereit. Boom, alles explodiert. Oh, das wird ein gutes... Das wird ein gutes Schwert. Komm, explodier nochmals, bitte.
Einfach explodieren. Wieso explodiere ich denn nicht? Boom. Sehr schön. Ist das so süß, hä? Alles explodiert schön. Schön genüsslich. Muss alles explodieren und bluten und alles mögliche. Ich sehe gerade das Blut, wie rausquillen tut. Oh, schön. Ah, wunderbar. So, mal Waffen wechseln. Ist schlechter, nein, aber Erbe. Ja gut, hat keine Stärke drauf, nix. Flächenschaden, Attack-Geschwindigkeit. Hier ist noch mehr Schaden. Spalten, so Sachen brauche ich nicht. ...62 Stärke und hier ist 40-40, ja, ist nicht so gut. Ist doch Vitalität nur. Wirbelwind nehmen wir auch, wenn wir... Ah doch, wir verlieren keine Bewegungsgeschwindigkeit, gut. Da, das ist besser. Ah, sonst haben wir keinen Sockslot. Sockel. Müssen den nehmen und zwar... Ja, den hier. Okay. Jetzt haben wir wieder viel Schaden bekommen. Wow. Ist ja so genial. Ja, viel mehr Schaden. Wunderbar, wunderbar. Niemand hält mich zurück. Ach, in der Attack-Geschwindigkeit und so weiter. Ach, wie schön. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja, sind wieder ganz viele Elites hier. Der Portalwächter alles explodiert. Irdene Macht. Ah, das ist mit der Bebenstärke, glaube ich. Boom, boom hat's gemacht. Schon wieder viel Schaden erlitten. Ach, wie schön. Mehr Wut. Boom, hat ihn getötet. Ich liebe die Kadaver-Explosion. Also nicht Kadaver, lebendige Explosion. Das ist so genial. Wunderbar, wunderbar. Ist das ein Ghoul, hey? Ist das sowas von ein Ghoul? Ist einfach Hundesöhne. Ah, das sind zwei. Das geht noch nicht. Ich dachte, das wäre ein Vervielfältiger. Ich brauche Wut. Uiuiui. Das ist fast mein leichtester, ich denke, es ist mein leichtester Season-Start, den ich je hatte. Da ist auch noch eine Nervensäge. Das ist ein Blitzschrein. Oh, ich liebe den. Ja, den können wir nachher gebrauchen. Sonst ist ja nichts mehr. Blitzschrein. Verbindung heißt er. Okay. Hab gegen mich keine Chance. Ich muss aber ein bisschen schneller werden, sonst ist der Blitzschrein wieder weg. Verbindung. Da geht's nicht mal weiter. Eieiei. Meine Hiebe vernichten euch. Ja, du mir auch. Also schade, am meisten schade finde ich an Diablo 3, dass die Items viel zu stark sind. Ich finde die Items sind einfach übertrieben stark. Das ist sowas von heftigst. Ich muss zurückkehren. Und deshalb, ja. Also zum Beispiel am stärksten sind zum Beispiel die Set-Items und die Items, die einfach eine Fähigkeiten so in die Extremen verstärken. Tut man nur einmal den Rimhead denken. Der macht
10.000 mal mehr Schaden an einem Gegner, der irgendwie, glaube ich, 10%, oder nein, weniger ist es, 1% ist, glaube ich, nur. Aber vor allem kannst du dir vorstellen, wenn man ganze Zeit wirbelt, wie oft das eingesetzt wird. Wahrscheinlich jede fünfte Sekunde einmal wird das eingesetzt. Also habt ihr immer wieder 10.000 Schaden. Das ist sowas von mächtig. Oder zum Beispiel, ja, ich kenne die Items halt nicht mehr so gut vom Namen her. Ich muss alles immer relativ schnell wieder vergessen, sonst habe ich mehr zu viel Platz im Kopf. Durch Sachen, Gedanken. Ja, muss man kurz denken. Zum Beispiel die Maske, die Ebenbilder beschwört, die selber casten. Du kannst unendlich viele Bären casten. Oder diese ja, Gift-Ding. Weiß es jetzt auch nicht genau, was es ist. Vor allem kannst du die ganze Zeit Attacken casten. Immer und immer wieder. Oder zwar keine High-End-Item, aber trotzdem sehr stark für den, solange du keine besseren hast. Oder eben diesen Ring hier. Der mit den, ja, der Nagelring. Extrem stark. Wahnsinn einfach. Die Items sollen alle genervt werden, aufs Schlimmste. Und der Necromancer wird auch so gewaltig viel starke Items haben. Hundertprozentig. Das Balancing ist einfach fast kaputt in Diablo 3. Da muss ein komplett neues Spiel herankommen. Ich weiß auch nicht, was sie anders machen sollen. Blizzard ist nun mal so. Die wollen nur noch Gegrinde. Ganz World of Warcraft ist nur Gegrinde. Ständig immer Gegrinde. Champions of Regnum, ständig Gegrinde. Alles die Games, die ja auf Massen angelegt ist. Ich könnte euch mal erzählen, was ich alles in einem Spiel machen könnte. Das zum Beispiel wie Champions of Regnum ist mit FR. Ich könnte zum Beispiel verbessern, dass alles so ein bisschen Rollenspielcharakter hat, dass die Menschen mit einwirken können, es regieren können und so weiter. Also sehr viel. Es wäre sowas von toll, aber es macht kein einziges Game. Kennt ihr ein R-freies Spiel, also Champions of Regnum? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Hä? Ich kenne wirklich kein anderes FR-Spiel. Also vielleicht noch dieses Zukunfts-Shooter-Game. Das könnte ich dann auch mal irgendwann mal spielen, aber es muss jetzt mal besser werden. Es ist nicht ganz so gut. Also es gibt keins anderes FR-Spiel, das besser ist. Ich kenne keins. Ich kenne wirklich keins. Auch wenn unsere Gegner stark sind. Da kommen zwei Elite, also ein Elite und ein Champion. Sehr heftigst. Ich brauche mehr Zeit. Noch ein Elite. Boah. Manchmal sind die Gegner viel zu stark aneinander, die Elites. Sehr heftigst. Also die Champions gehen ja noch mit der Stärke, aber manchmal die Elite sind manchmal schon extrem stark. Okay, Champions auch mit der guten Kombination, aber ja, ihr seht's. Sehr heftigst. Obwohl ich ganz kein Problem habe, die Gegner viel zu schwach sind, nervt es schon gewaltig, wenn mehrere auf mich zukommen. Ja, ja, komm, bitte, einen guten. Ich brauche mehr Zeit. Mehr ja, kommt jetzt nicht immer hier hinterher. Level up bald. Schon 65 dann. Okay. 65 braucht er. Gut. Ey, ich werde 1000-mal stärker. 27-mal stärker. 27 mehr Damage. Wahnsinn. Okay, was ist das? Stärke nur. Ja, Regeneration, ne? Ausgezeichnet. Ja, bitte, bitte.
Noch mehr Stärke. Wunderbar. Okay. Gehen wir weiter. Unglaublich, jetzt haben wir 25 und 3 Rifts gemacht. 25 Minuten und 3 Rifts gemacht. Wahnsinn, hä? Ja, es geht halt nicht mehr in diesem Part, aber ich mache noch einen zweiten Part. Für übermorgen, ja, für übermorgen, weil jetzt bei mir noch nicht 24 Uhr ist. Noch nicht bereit. Ja. Aber die Gegner wurden auch ein bisschen stärker, aber so gut, hä? Erdrutsch, schneebedeckte Gipfel kenne ich gar nicht. Gut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Einfach nur unglaublich wunderbar. Zersch alle, alle zerstören. Ha, 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 ha. Wow. Unglaublich, hä? Habt ihr schon Angst? Ja, aber eben, das ist der erste Anfangs-Content. Die guten Sachen kommen erst später. Die schweren Sachen. Ah, nein, nicht diese Helm. Naja, gut. Seismische Schmetten. Ja, ist natürlich schon viel besser. Ich habe es ja auch gewusst, aber... Der ist sogar besser als Ding, aber ist nicht so schnell und so weiter. Ein Angriff, ja, 10% schneller ist meiner. Sehr gut. Ja, wer weiß das? Ja, genau. Ich gehe drüber und alle Gegner sind tot. Wunderbar. Darf ich jetzt Level 70 werden? Ach gut. Ja, da ist nämlich auch noch eine. Ja genau, und Laser und alles. Jetzt ist es auch schwer für mich, aber... Auch nur, weil alles gespammt wird. Ich wurde früher... Also in den Golden Rifts wurde ich so zugespammt immer, dass ich einfach gesagt habe, nein, ich will das Game nicht mehr spielen. Ich werde nur noch zugespammt von diesen Elementen. Dann habe ich sogar den Ring genommen. Mal mehr kurz. Nein, es war kein Ring, es war irgendwie ein Item, der macht, dass man so nicht mehr viel Schaden bekommt. Dann wurde ich halt schwächer und hatte sowieso keinen Bock mehr und dann, naja, habe ich aufgegeben letzte Season. Das war letzte Season übrigens. Vorletzte Season war es. Letzte Season habe ich ja den Mönch gemacht und er hat einfach keine Items gefunden. Es war so mühsam, bis Level 70 zu werden. Unglaublich. Tja, dann habe ich auf... Ja, nein, ich habe einen Crusader dann gemacht und danach habe ich einen Witch Doctor gemacht. Genau, mit dem Witch Doctor hatte ich immer kein Problem, aber war viel zu langweilig. Zu schnell, tot und so weiter. Ja. Gut, aber eben, ich spiele immer nur zwischendurch, spiele überhaupt nicht viel. Und darum reicht es auch nicht für den... noch nicht bereit. Slot für nicht genug Kisten. Naja, gut. Aber eben, Diablo 3 muss noch besser werden, damit ich da alles durch spiele. Jetzt vielleicht mit den Livestreams, aber es geht nicht. Diablo 3 hat zu viele Bugs. Das wird bei mir manchmal auch gar nicht angezeigt und so weiter. Ja, schade. Spielen noch ein bisschen weiter. Ich muss aber den Part beenden. Sorry. Tschüss.